Mein Thema heute ist, sind Freiheit und Rechtsstaatlichkeit in unserer Demokratie gefährdet, ja oder nein, eine kritische Bilanz. Meine Damen und Herren, zunächst noch einmal herzlichen Dank für Ihre Einladung. Und zum heutigen Vortrag über die Gefährdung von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit in einer, in diesem Fall in unserer Demokratie, kann man überhaupt gar nicht wegen der Ernsthaftigkeit des Themas oberflächlich hinweggehen. Es ist ein wichtiges, es ist ein interessantes gesellschaftspolitisches Thema, das eine wesentliche Bedeutung für die grundsätzliche Problematik von Freiheit in einer Demokratie hat. Wir reden manchmal über dieses Thema, sicher auch viele von Ihnen, im privaten Kreis. Aber eine Diskussion in der Öffentlichkeit wird von den politischen Entscheidungsträgern tunlichst vermieden und wird auch beängstigt von vielen Mitgliedern unserer Gesellschaft nicht mehr gerne geführt. Es gibt sogar einige, die mit guten Gründen behaupten, dass unsere Gesellschaft dialogunfähig geworden ist. Zumindest ist sie aufgrund der Entwicklung in unserem Land dialogunwillig geworden. Ob man bis zur Unfähigkeit gehen kann, sollte, darf, weiß ich nicht so genau zu beantworten. Bei der Frage, ob und wenn ja, auf welche Weise denn Rechtsstaatlichkeit und Freiheit, besonders unsere Meinungsfreiheit in unserer Demokratie in Deutschland gefährdet sind, müssen wir uns mit der sogenannten Political Correctness, ich komme gleich darauf zurück, natürlich auseinandersetzen. Die gesetzlichen Grundlagen unserer Verfassung, ich werde sie nicht immer jeweils bei dem Unterthema nennen, aber ich denke sie immer mit und Sie werden auch merken, dass sie mitgedacht sind. Also ich erwähne sie nicht ausdrücklich, aber insbesondere sind betroffen der Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, der Artikel 2, jeder hat das Recht auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit, Artikel 5, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Artikel 6, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Und Artikel 20, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung an Recht und Gesetz gebunden. Ende der Aufzählung der wichtigsten Artikel unseres Grundgesetzes. Nun haben Sie keine Sorgen, ich bin Politikwissenschaftler, habe Soziologie, Politikwissenschaft, Geschichte studiert, also ich bin kein Jurist. Ich werde Sie nicht mit einem nüchternen Paragraphenvortrag behelligen, sondern in die aktuelle Politik unseres Landes auf der Grundlage unserer wichtigen Verfassung zu sprechen kommen. Also Artikel 2 gleich medias in res, political correctness. Seit Kenntnis des Buches von George Orwell 1984, bei Erscheinen noch ein futuristischer Roman, wissen wir, dass die Umerziehung einer Gesellschaft am leichtesten durch Gesinnungsdiktate und durch Sprachdiktate möglich ist, vor allem, wie Orwell sagt, eine Gedankenpolizei auf ihre Umsetzung achtet und auf die Menschen, die ihren Regeln nicht folgen, mit entsprechenden Sanktionen reagiert. Der Gedanken sprach, oder Sie erinnern sich vielleicht an einen versuchten Witz von AKK im Fasching 2019, als es um die Frage 2 oder 3 Toiletten und für wen ging. Also insofern würde ich jetzt auch bald noch hinzufügen, eine Humorpolizei hat ihr Konzept Political Correctness genannt
Und dieser Begriff ist bei uns vor allem verbunden mit dem verbissenen Kampf gegen rechts. Auch darauf komme ich natürlich noch zu sprechen. Es war eine Forderung, die einfach eines Tages da war, obwohl der Bürger bis heute nicht einmal weiß, wer hat eigentlich wen mit dem Anspruch auf Verbindlichkeit damit beauftragt, sondern wir reden inzwischen wie selbstverständlich darüber, neben Begriffsveränderung, Sprachveränderung und manches mehr nehmen wir in Kauf. Ferdinand Kirchhoff, vielleicht sagt Ihnen der Name etwas, er ist der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichtes. Er weist in einem klugen Beitrag mit Bezug auf diese moralische Keule der Political Correctness darauf hin, dass der, ich zitiere, politische Gegner zum ethischen Feind, den man nicht achten, nicht einmal überzeugen, sondern nur bekämpfen muss, gemacht wird. Es geht also um eine Machtergreifung, es geht um die Hoheit über die Gesinnung, das Denken und die Sprache in der Gesellschaft und damit auch um die Ausschaltung oder mindestens um die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Hans-Joachim Maas, dieses Zitat möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, in Böhmen geboren, in Sachsen aufgewachsen, 28 Jahre Chefarzt der psychotherapeutischen und psychosomatischen Klinik im Evangelischen Diakoniewerk in Halle in Sachsen-Anhalt, sagt hierzu in einem Interview, wohlgemerkt mit DDR-Biografie und auch jahrelange Berufstätigkeit in dem Land. Zitat aus der Welt vom 31. August 2018. Zitat: Ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass unter demokratischen Verhältnissen bestimmte Gruppen, die politisch nicht korrekt sind, ausgegrenzt werden. Aber in den letzten Jahren gab es diese Atmosphäre. Diese Diktatur von Political Correctness macht mir Angst, weil ich das aus DDR-Zeiten kenne. Ich habe mich damals gesehnt nach Demokratie, dass man zuhört, wenn jemand eine andere Meinung hat. Die kann man ja auch blöd finden, wenn man will. Aber wenn man zuhört, ist man wenigstens daran zu verstehen. Und das hat es ja auch gegeben. Aber das wurde in den letzten Jahren schlechter. DDR Nummer 2, kann man fast sagen. Zitat Ende von Hans-Joachim Maas, einem sehr anerkannten Mediziner. Diese Political Correctness wird im Übrigen ergänzt durch neue Gesetze, wie zum Beispiel den Antidiskriminierungsgesetzen oder dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Vielleicht lesen Sie hin und wieder bestimmte Fälle, wie Einzelpersonen da überhaupt gar keine Möglichkeit haben, dass gelöschte Aussagen von Ihnen wieder ins Netz hineingenommen werden, sondern einfach gelöscht bleiben. Und vielleicht ist Ihnen auch unbekannt, wenn heute zum Beispiel, sagen wir, ein Mitglied der Antifa Sie als einen Rechtsaußen oder Faschisten oder Rechtspopulisten oder was auch immer nennt, dann bleibt diese Aussage 50 Jahre im Netz stehen. Wenn einer in 50 Jahren Sie also mal sucht und wissen will, was war denn das eigentlich für eine Frau, was war denn das für ein Kerl, dann werden Sie dort nach wie vor als solcher, ich brauche die Begriffe nicht zu wiederholen, geführt. Also Gesetze, die alle das Ziel haben, Möglichkeiten einer strafrechtlichen Verfolgung der Kritiker und Gegner des politischen Mainstream zu schaffen. Ich sage Ihnen hierzu mal ein Beispiel. Wer einen Homosexuellen nur toleriert, er aber nicht gleichzeitig akzeptiert, dass er in jeder Beziehung den Heterosexuellen gleichgestellt wird, der diskriminiert, nach Auffassung dieser Betreiber von solchen Gesetzen, ist homophob, damit rassistisch und muss deshalb
strafrechtlich verfolgt werden. So einfach ist die Logik. Die Europäische Union arbeitet zurzeit sehr intensiv an der Ausweitung solcher Gesetzgebung. Ich komme zur Rolle des Staates in einer Demokratie. Artikel 20 unseres Grundgesetzes weist ausdrücklich darauf hin, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Das ist ja das Markenzeichen sozusagen der Demokratie schlechthin. Und im Vorwort zum Text unseres Grundgesetzes in einer der Beck'schen Bücher in der Reihe der Gesetzgebung bei uns, formuliert der frühere Richter des Bundesverfassungsgerichtes, Professor Udo Di Fabio, folgenden wichtigen Grundsatz, ich zitiere ihn: Die Sicherung der Friedensordnung und die Achtung des Rechts als Grundlage persönlicher Freiheit sind grundlegender als manch materielle Wohlfahrt aus der Hand des Staates. Zitat Ende. Ich sage mal ein Beispiel: Wenn wir heutzutage in einem Wahlkampf, kurz vor einer Landtagswahl, Bundestagswahl, Europawahl, was auch immer stehen, dann ist das erste Bestreben der Parteien ja doch immer, sich auszudenken, wie die Ansprüche an den Sozialstaat erweitert werden sollten, müssten, welche Gruppe man bisher unterrepräsentiert bedacht hat. Ich habe in einem Wahlkampf bei uns in Deutschland, solange ich das geistig verfolgen kann, noch nie erlebt, dass über die Frage, ist unser Rechtsstaat wirklich noch voll funktionsfähig, ist bei uns noch Meinungsfreiheit garantiert, und Meinungsfreiheit heißt von beiden Seiten, oder ist das nicht mehr der Fall? Diese Fragen spielen keine Rolle. Beispiele dazu. Erstens, der Staat hat in erster Linie die Verfassung zu achten. Unser Grundgesetz spricht in seinen Artikeln mehrfach vom Volk, vom deutschen Volk oder vom Wohle des deutschen Volkes. Wenn Vertreter unseres Staates immer öfter diese Worte vermeiden und stattdessen auffallend häufig sogar von Bevölkerung oder wie zum Beispiel die Bundeskanzlerin von, ich zitiere, denen, die schon länger hier leben, Zitat Ende, dann muss man aufmerken. Das ist kein Zufall. Ein sächsischer Politiker wollte vor einiger Zeit sogar eine Unterscheidung zwischen Herkunftsdeutschen und Zukunftsdeutschen. Meine Damen und Herren, das ist ein klarer Hinweis auf die gewollte Migrationspolitik mit dem Ziel einer Durchmischung der Bevölkerung bei uns, damit sich langfristig der aus ihrer Sicht ungeliebte Nationalstaat Deutschland aufbläst. Schauen Sie sich mal einige Politikeraussagen aus den letzten Jahren an, wer eigentlich bekennt, dass er mit dem Begriff Deutschland oder Vaterland oder mein Nationalstaat nichts anzufangen weiß. Sie finden mehr, als Sie glauben. Sie sind ja eine unabhängig, politisch unabhängige Gesellschaft, deshalb nenne ich jetzt keine Namen. Selbstverständlichkeit, es ist bei uns auch in der Frage der ganzen Erziehung, in der Bildung, natürlich zu einem Paradigmenwechsel gekommen und auch hierfür Beispiele wie eine unterschiedliche, zumindest ein Beispiel, wie Bürger unseres Landes unterschiedlich behandelt werden. Ihnen sagt vielleicht der Name Deniz Yücel noch etwas. Ein deutscher Journalist, der in türkischer Haft war, neben anderen deutschen Journalisten, er war und ist ja auch nicht der Einzige. Erdogan hat in der letzten Woche nochmal 232 Soldaten verhaften lassen wegen des Putsches vor 3 Jahren, wer auch immer diesen Putsch initiiert hat. Für seine Freilassung hatten sich zahlreiche staatliche Personen und Ministerien wochenlang besonders stark gemacht,
während das Bemühen um die anderen Deutschen in türkischen Gefängnissen zweitrangig war. Vielleicht war Yücel, so wie er selber genannt hat, Bekenntnis zu Deutschland besonders interessant, dass er in einer Kolumne der Taz am 4. August 2011 wohlgemerkt nicht als Satire mit folgendem Wortlaut offengelegt hat. Ich zitiere ihn. Nun, da das Ende Deutschlands ausgemachte Sache ist, stellt sich die Frage, was denn mit dem Raum ohne Volk anzufangen ist, der bald in der Mitte Europas entstehen wird. Zwischen Polen und Frankreich aufteilen, parzellieren und auf eBay versteigern, Palästinensern, Tuvaluern, Kabylen und anderen Beschäftigten schenken und Bedürftigen, zu einem Naherholungsgebiet verwildern lassen oder lieber in einen Rübenacker verwandeln. Etwas Besseres als Deutschland findet sich jedenfalls allemal. Zitat Ende. Und in erster Linie um diesen Journalisten hat sich der damalige Außenminister Sigmar Gabriel bemüht. Wenn ich jetzt noch das vergleichen würde mit dem monatelang in Venezuela einsitzenden Billy Six, den ich persönlich kenne, der mit mir ein tagelanges Interview bei uns zu Hause in Freiburg gemacht hat, der in Venezuela über ein Jahr gewesen ist, Fotos gemacht hat, akkreditiert war, aber er war akkreditiert beim Deutschlandmagazin. Und das Deutschlandmagazin ist das Magazin der deutschen Konservativen. Und von daher hat sich kein Mensch aus der deutschen Regierung um ihn gekümmert und wer ihn letztlich, ohne die Geschichte jetzt ausweiten zu wollen, gekümmert und ihn rausgeholt hat aufgrund bestimmter Verbindungen, war der sowjetische Außenminister Lavrov, der übrigens bei seiner ersten Haft in Syrien bei den Rebellen schon der Vermittler gewesen ist. Abenteuerlich. Das Buch mal lesen über dessen Biografie, und er hat jetzt auch über Venezuela, das ist noch nicht im Buchhandel zu haben, sein neues Buch geschrieben. Also das wird Sie sicher interessieren, achten Sie mal drauf, wenn es in Buchläden ausliegt, wenn es ausgelegt wird. Es gibt ja auch Bücher, die nicht mehr ausgelegt werden. Dritter Punkt, die Politik in einer Demokratie darf eine lange bestehende Tradition und selbstverständlich gelebte Kultur ohne Gespräche mit dem Bürger nicht radikal ändern. Aber das war bei dem Thema Ehe und Familie der Fall. Es war völlig unbestritten bis dahin, dass Artikel 6 unseres Grundgesetzes die Ehe als Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau, Klammer auf, und Kindern, Klammer zu, verstanden hat. Nur circa ein Zehntel der Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben an dieser im Schnellverfahren ablaufenden Diskussion, die man wirklich nicht als ernsthaft bezeichnen darf, diese neue Ehegemeinschaft in eine Verantwortungsgemeinschaft umgedeutet, die, wie es heißt, alle Formen des Zusammenlebens bei gegenseitiger Verantwortungsübernahme umfasst. Also ich will jetzt an dieser Stelle, dafür Sie viel zu ernst, nicht zynisch werden. Also ich habe mal gedacht, ob das auch für eine Fußballmannschaft gilt, wenn ein Stürmer, weil der andere gerade Angst hat, bei dem Spielstand einen Elfmeter zu schießen, dann sagt, komm her, ich übernehme für dich die Verantwortung. Und dann schaffen sie eine neue Lebensgemeinschaft, die beiden. Also, aber jetzt wieder ernsthaft, was bei Ehe für alle eigentlich dabei für alle heißt, haben Sie das mal irgendwo definiert gefunden? Wo ist denn eigentlich das Ende dieser Entwicklung? Die staatliche Gewalt hat die Natur völlig neu definiert. Sie hat Ungleiches gleich gemacht
und sich von der grundsätzlichen Verpflichtung der, wie es in der Präambel unseres Grundgesetzes heißt, Verantwortung vor Gott und den Menschen und dem besonderen Schutz durch die staatliche Ordnung in Artikel 6 entfernt, ohne Änderung des Grundgesetzes. Die Initiative dieser Neuorientierung ging von der Bundeskanzlerin aus, die die Entscheidung als Gewissensentscheidung für jeden Abgeordneten freigegeben hatte, um das Thema vor der Bundestagswahl im September 2017 abzuräumen. Und ich sage ganz ehrlich, Sie haben vorhin mein Grundwertekanon sozusagen kurz beschrieben bekommen und ohne einen offiziellen Sturm der Entrüstung durch die beiden Kirchen auf einen solchen Sturm oder eine entsprechende Entgegnung der Entwertung von Ehe und Familie warten wir heute noch. Aber es war bei der Abtreibungsfrage schon so, das war bei der Genderfrage so, was das Verhalten der Kirchen betrifft, das ist bei der Bioethik so, das ist bei der Suizidassistenz so. Also wenn ich jetzt über das, was Kirche noch ist und wie weit sie sich von dem, was sie sein müsste oder soll, entfernt hat, dann wären wir auch bei einem sehr interessanten Thema, aber dann würde ich möglicherweise bei dem einen oder anderen gar kein Verständnis mehr erwecken. Wir werden warten, wohin der große synodale Weg der katholischen Kirche führen wird und die Amazonas-Synode, die ja auch zur Diskussion steht. Das beschriebene Verständnis von Ehe und Familie ist eine Folge der Ideologie des Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming, also eine Ideologie, wie ich sage, die ein biologisches Geschlecht verneint und an seine Stelle ein soziales Geschlecht setzt, das übrigens jeder Mensch selbst bestimmen kann und das er natürlich auch jeden Tag wieder ändern kann, wenn er meint, es trifft jetzt nicht mehr auf ihn zu. Es gibt solche Fälle. Diese Ideologie wurde schon 1993 fast unbemerkt von der deutschen Regierung zum, so steht es in den Regierungsverlautbarungen, Leitprinzip und zur Querschnittsaufgabe der Politik ohne Beteiligung des Parlaments erklärt. Neben der Entwicklungsgeschichte und unter den Zielen, die diese Ideologie vorgibt, möchte ich auf einen Punkt besonders hinweisen, nämlich die Sprache, die, wie ihre Anhänger sagen, gendergerecht gemacht wird, was zum Beispiel auch heißt, dass Märchenbücher umgeschrieben werden, es inzwischen eine sogenannte gendergerechte Bibel gibt, wird Sie erstaunen wahrscheinlich, und an einigen Universitäten in Deutschland studentische Arbeiten a priori eine Note heruntergesetzt werden, wenn sie nicht in der Gendersprache verfasst worden sind. Egal, ob Sie Kreuzchen machen oder Schrägstriche mit innen und innen und Strich drunter und was weiß ich. Lesen Sie mal das Buch von dem Buschkowski, dem früheren Bürgermeister Langjährigen, der der SPD angehörte, in einem nicht ganz leicht zu führenden Teil von Berlin, dann werden Sie dort eine Fülle von Beispielen finden, wo Sie sagen, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Also, die anonyme Gedankenpolizei, um auf den Begriff zurückzukommen, vorhin bei Orwell habe ich ihn genannt, hat aus Geschlecht Gender und aus biologisch sozial gemacht. Die Political Correctness besteht auf der Einhaltung ihres neuen Sprachdiktats. Wir haben zurzeit in Deutschland an den Hochschulen 217 Lehrstühle für Genderforschung. Und wenn Sie dann mal eine von den Personen fragen, die Damen mögen mir nicht böse sein, wenn ich sage, es sind über 90% Frauen, das ist nur ein Faktum, ist keine Einschätzung persönlicher Art von mir. Was haben Sie denn jetzt neu erforscht? Also inwieweit ist denn nun eigentlich das biologische Geschlecht völlig zurückgetreten, weil Sie keinen
Spiegel zu Hause im Bad haben oder hat also andere Gründe. Und dann sagen ihnen in der Regel die Frauen, ja, sehen Sie, genau weil wir das noch nicht genau wissen, müssen wir weiter forschen und deshalb brauchen wir weitere Lehrstühle. So. Nächster Punkt, rechtswidriges Verhalten unseres Staates in der Flüchtlingskrise. Über die 2015 eingesetzte Flüchtlingswelle und das Handeln der deutschen Regierung will ich nur ein Zitat aus einem von 16 Wissenschaftler für Staats-, Völker-, Europa- und öffentliches Recht an deutschen und an österreichischen Universitäten 2016, also knapp ein Jahr später, September 15, Sie erinnern sich, erschienenen Band herausgegeben haben mit dem Titel »Der Staat in der Flüchtlingskrise zwischen gutem Willen und geltendem Recht«. Die beiden Herausgeber sind Otto Debenheuer und Christoph Kragenwarter, renommierte Juristen, die folgendes Urteil schon in ihrem Vorwort abgegeben haben. Ich zitiere, »Die Staatsgrenzen stehen offen und Zehntausende von Menschen erreichen Woche für Woche ungesteuert und weitgehend unkontrolliert das Land. Die Staatsgewalt scheint ratlos, Verfassungsprinzipien wie das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip geraten durch die Wucht der Ereignisse unter Druck. Der Rechtsstaat ist im Begriff, sich im Kontext der Flüchtlingswelle zu verflüchtigen, indem das geltende Recht faktisch außer Kraft gesetzt wird. Regierung und Exekutive treffen ihre Entscheidungen am demokratisch legitimierten Gesetzgeber vorbei. Staatsfinanzierte Medien üben sich in Hofberichterstattung. Das Volk wird stummer Zeuge der Erosion seiner kollektiven Identität. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, ich halte es schon für sehr beunruhigend, wenn international anerkannte Rechtsexperten ein Bild einer sich auflösenden staatlichen Ordnung zeichnen, weil unsere Regierung, wie Sie sagen, wissentlich und willentlich die eigene nationale Souveränität aufgegeben hat. Und zur Beruhigung der Bürger hat sie diese dann durch den Begriff der Willkommenskultur zu ersetzen versucht. Und wenn Sie heute die Argumentation hören, na ja, zwischen 2015 und 2016 und jetzt 2019 hat sich doch eine Menge geändert, dann frage ich, was denn hat sich geändert? Abschiebungen sind nach wie vor weiterhin kaum möglich. Jedes Mal gibt es einen Streit, ob das Land in unserem Sinne aufnahmewürdig ist, das heißt Garantie keiner Folterung der zurückkommenden Flüchtlinge. Es werden Statistiken geschönt, wo die entsprechende Nationalität von Kriminellen beispielsweise nicht gesondert aufgeführt werden. Wenn Sie die Zahlen der Asylanträge und der bearbeiteten und der noch ausstehenden und viele andere Fragen sehen, es ist fast nichts anderes. Und die Grenzen, sind die inzwischen geschlossen? Kommt jetzt keiner mehr? Oder wird jeder geprüft? Hat jeder jetzt einen Ausweis statt eines Handys? Oder wo ist die Situation anders geworden? Bitte bleiben Sie da kritisch. Meine Frau und ich, nur ganz am Rande, begleiten seit Jahren 3 christliche Syrer aus Aleppo, die dort alles verloren haben. Der Vater hatte eine gut gehende Maschinenfabrik und die kamen hierher ohne Geld, also nur 2014 schon, weil sie einen älteren Bruder in Deutschland hatten, sonst hätten sie ja gar nicht rüberkommen dürfen. Und die haben sich mit allem, was sie betraf, damit sie in Deutschland vorübergehend bleiben durften, die natürlich kein Bewerbung schreiben für eine Immatrikulation an einer Universität schreiben konnten, die keine Deutschkenntnisse hat und so weiter und so weiter. Also ich brauche mir nicht vorwerfen zu lassen, dass ich kein Verständnis für Flüchtlinge habe.
Aber Flüchtlinge sind klar definiert. Und Flüchtlinge sind etwas anderes als Migranten. Denn Migranten sind Wirtschaftsflüchtlinge, für die man Verständnis haben kann, wo man aber nicht auf das Dublin-Abkommen verweisen kann. Da geht alles kreuz und quer durcheinander, natürlich nur, um die Bevölkerung zu verunsichern. Ich lasse mal die ganze Frage der EU-Politik weg, die interessant wäre wegen der Migrationspolitik. Sie haben ja vielleicht gerade zur Kenntnis genommen, wie Horst Seehofer wieder einmal herumrudert, weil sie in einem geheimen Zirkel, an dem nach meinen Informationen der neue Regierungschef Conte von Italien beteiligt war, mit Macron und sind den Italienern entgegengekommen, indem sie zugesagt haben, für Deutschland von jedem Flüchtlingsboot 25%, für Frankreich von jedem Flüchtlingsboot 25%, für Italien 10%, da sind wir schon bei 60, und noch 6 andere Länder sind mit interessiert, also 6 andere Länder haben dann noch 40%. Und über die Frage, was dort vom Anlegen mit einem Schiff am Strand in Libyen bis zum kurz vor dem Kentern stehenden Boot in hoher See passiert ist, da können wir ein andermal drüber sprechen, aber eine hochinteressante Geschichte. Und immerhin ist derjenige, der damals die ganzen Projekte für die Europäische Union als Kommissar geschrieben hat, auch das Thesenpapier Replacement Integration, also Ersatzintegration, EU-Plan für ein neues Umsiedlungsprogramm für sogenannte schutzbedürftige Flüchtlinge, war der Frans Timmermans, der nun wieder in der neuen Kommission, es war noch nicht bestätigt vom Europäischen Parlament, aber das wird eine Formsache bei Timmermans sein, wieder Vizepräsident der EU-Kommission für die nächsten Jahre sein wird. Gewaltenteilung zwischen Parlament und Regierung ist meiner Ansicht nach in einer Schieflage. Ich habe über Gender Mainstreaming gesprochen als Leitprinzip und Querschnittsaufgabe der Politik und über die Aufnahme von großen Massen von Flüchtlingen und Migranten. Und da hatte ich bereits auf die Vernachlässigung der parlamentarischen Mitbeteiligung hingewiesen und gleichzeitig auf das Problem der mangelhaften Gewaltenverteilung in unserer Demokratie, weil die Kontrolle der Regierung durch das Parlament eben nicht erfolgt ist, sondern wenn das Parlament beteiligt worden ist, dann die Entscheidung der Regierung bestätigt hat, danach oder eben gar nicht beteiligt worden ist. Interessant war, dass vor 3 Jahren eine damals noch aktive Abgeordnete des Deutschen Bundestages im Mai 2016 kritisierte, öffentlich, nämlich Erika Steinbach, ich zitiere, den in den letzten Jahren deutlich spürbaren politischen Niedergang des Deutschen Bundestages und hat als Beispiele für einsame Regierungsentscheidungen den Ausstieg aus der Atomenergie, die radikale Energiewende, die Kaufprämie für Elektroautos sowie die geöffneten Grenzen für Migranten genannt. Hiermit und auch mit der Folgerung, dass damit der Qualität der Demokratie in Deutschland ein nicht unerheblicher Schaden zugefügt wird, lag sie in der Sache völlig richtig, hatte aber versäumt, darauf hinzuweisen. Ich habe mir dann erlaubt, in einem Leserbrief in der FAZ, der auch veröffentlicht worden ist, zurzeit veröffentlicht die FAZ nur noch Leserbriefe von Thomas Adam, deshalb schreibe ich im Moment keine mehr. Also, damals noch veröffentlicht, also sie hat versäumt, darauf hinzuweisen, dass ein vielleicht noch viel größeres Problem als die von ihr bezeichneten darin besteht, dass die Abgeordneten gegen diese Missachtung ihrer Befugnisse nicht aufbegehrt haben, was dann natürlich
auch wiederum nicht im Sinne der Political Correctness gewesen wäre. Wissen Sie, auch das wäre ein interessantes Thema. Nun gibt es plötzlich nicht nur ein richtiges Kabinett der Bundesregierung, sondern es gibt sogar ein Klimakabinett. Und abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen sind alle Minister daran beteiligt. Und von jedem wird ein langes Papier gemacht und entschieden wird nichts. Ich prognostiziere Ihnen heute schon, dass nichts entschieden wird, wenn Sie, egal wie Sie zum Auto, zu Diesel, zu Elektro immer stehen mögen, eine solche Eierpolitik wie in der Politik über die Zukunft der Autos in Deutschland und der Großindustrie in Deutschland. Wir berücksichtigen ja viel zu wenig, dass es Abgeordnete gibt, die den Großindustriestandort Deutschland, wenn nicht ganz abzuschaffen versuchen, so aber in jedem Falle versuchen, ihn klein zu halten. Lassen Sie mich jetzt nicht begründen, warum das so ist. Also, na gut, wenn selbst der Papst und Obama in Verzückung Greta Thunberg die Hand reichen, dann ist das ebenso und da können wir leider nichts dagegen setzen. Ich finde das, darf ich das auch so offen sagen, ich finde das unglaublich menschenverachtend, wie man ein 16-jähriges krankes Kind von sehr reichen Manipulatoren so missbrauchen kann, wie es mit ihr geschieht, was ihr natürlich alles überhaupt nicht gut tut. Meine Damen und Herren, bevor ich zum Schluss komme, unser Rechtsstaat hat Risse bekommen. Zahlreiche Politiker der Regierungs- und auch der Oppositionsparteien zelebrieren häufig eine Empörungskultur gegen rechts, ohne klar zu sagen, was sie denn unter rechts verstehen. Gleichzeitig wird eine öffentliche Diskussion über die Gewalt von links vermieden, Stichwort Antifa, Stichwort Antifa und Berlin, Frankfurt, Hamburg, G10-Gipfel, andere Großereignisse, obwohl es zwischen den wirklichen Faschisten von rechts und zum Beispiel der Antifa von links keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen ihrer Gewaltbereitschaft und ihrer Menschenverachtung gibt. Rechts wird a priori als moralisch schlecht und links als moralisch gut qualifiziert. Durch eine solche Politik wächst die Verunsicherung in unserer Gesellschaft. Es wächst die Polarisierung, die zunimmt. Und es nimmt zu, und es wird weniger der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ein Rechtsstaat kann nur dann stark sein und bekommt nur dann eine hohe Akzeptanz von seinen Bürgern, wenn er seine Gesetze auf jeden Bürger gleich anwendet und sie stattdessen nicht vernachlässigt oder sogar selber bricht, wie zum Beispiel im Fall Griechenland und den hohen Finanzzuweisungen geschehen. Noch vor wenigen Wochen haben sich zum Beispiel der Strafrechtler Professor Rupert Scholz, der den Verlust der deutschen Identität als Folgen der Masseneinwanderung befürchtete. Ich habe jetzt Rupert Scholz zitiert. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, jetzt, leider nicht früher, der statt pauschaler Ausgrenzung eine erweiterte Toleranz in Richtung rechts forderte. Und der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Dr. Hans-Georg Maaßen, mit der öffentlichen Feststellung, dass unser Rechtsstaat in Gefahr ist, klar geäußert. Meine Damen und Herren, ich sage an dieser Stelle ganz klar, ich war fast 40 Jahre CDU-Mitglied. Ich bin in eine christdemokratische Union eingetreten, bei der das C inzwischen ganz weg ist, das D zum Teil weg ist, das U ist stehen geblieben. Und diese Union meint dann vor allen Dingen eine weitere, größere Öffnung nach links. Ich bin eingetreten in diese Partei, weil sie der Garant für Ehe und Familie war und weil sie der Garant für die Bewahrung des Lebensschutzes war.
Diese beiden Merkmale gelten schon lange nicht mehr. Und ich bin nach meinem Austritt, vor gut 9 Jahren, glaube ich, wo es natürlich einen konkreten Grund gab, den ich jetzt mal weglasse, nicht, weil Sie ihn nicht hören sollten, sondern weil die Zeit jetzt dazu fehlt. Man kann nicht bei jeder Kleinigkeit sozusagen sagen, also jetzt trete ich aus dieser Partei aus. Man muss schon Kompromisse zu machen bereit sein und kann nicht immer seine eigene Position hundertprozentig durchsetzen. Aber das war eine Grundfrage. Nun sage ich es Ihnen jedenfalls mit einem Satz, weil die Regierungschefin in einer Pressekonferenz mit dem Regierungschef von Kasachstan, Nusarbayev war sein Name, der jetzige ist ihm nachgefolgt vor kurzem, ein Diktator, einer, der Tausende von Menschenleben auf dem Gewissen hat, Papst Benedikt aufgefordert hat, er möchte nun endlich, möchte er mal seine Position zum Holocaust bekannt geben. Kurze Zeit, nachdem Papst Benedikt von Auschwitz zurückgekommen ist und in einem Interviewbuch mit Peter Seewald können Sie nachlesen, dass Papst Benedikt gesagt hat in diesem Interviewbuch, ich habe noch nie in meinem Leben an meinen gütigen Gott nicht geglaubt. Aber das erste Mal war es der Fall in Auschwitz. Und diesen Menschen fordert die Frau aus dem evangelischen Pfarrhaus öffentlich auf vor einem Diktator, er möchte seine Position zum Holocaust klären. Und da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Also da hört meine Toleranz auf und der Partei will ich nicht mehr angehören. In der Weltwoche vom 19.09. des letzten Jahres hat Roger Klöppel, der ja sicher auch vielen von Ihnen bekannt ist, Folgendes geschrieben, ich zitiere, das moralisierende Schützengraben-Ambiente in Deutschland ist vielen, vermutlich den meisten Deutschen, unerträglich. Man leidet sichtlich darunter, dass privat offen geredet und gestritten wird. Aber sobald die Öffentlichkeit zuhört, kriecht wie radioaktiver Nebel die politische Korrektheit der Moralismus in die Diskussion. Jeder muss dem anderen zunächst einmal beweisen, dass er auf keinen Fall rechts ist. Die meisten Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laden fast nur noch Gleichgesinnte ein. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, wie können zum Beispiel die Kanzlerin und die ehemalige Ministerin für Justiz, die jetzt im Europaparlament als Abgeordnete ist, nämlich Frau Barley, wie können sie ihre Freude über Demonstrationen von Schülern während der Unterrichtszeit Justizministerin öffentlich äußern, natürlich von den Medien unterstützt, obwohl sie genau wissen, dass diese Aktion der Schülerinnen und Schüler zunächst einmal rechtswidrig ist. Bevor man sich über den Sinn einer solchen Aktion unterhält, hat man sich zunächst einmal über die Rechtsgrundlagen zu informieren. Und die sind völlig eindeutig. Und anlässlich des Todes des früheren Bundesverfassungsrichters Professor Ernst Wolfgang Böckenförde hatte die damalige Justizministerin Barley noch im Februar 2019 vermerkt, dass heute in Deutschland, ich zitiere sie, rechtsstaatliche Prinzipien in Frage gestellt und Werte des Grundgesetzes bis in die politischen Institutionen hinein missachtet werden. Halten wir ihr zugute, dass sie dabei netterweise auch die eigene Regierung gemeint hat. Meine Damen und Herren, das Thema Regierung und Medien wird in hohem Maße unerfreulich, wenn und weil Moderatoren des zwangsfinanzierten Staatsfunks mit ihren erhobenen Zeigefingern und ihrer oft arroganten Empörungskultur genauso unerträglich geworden sind wie zahlreiche Journalisten der schreibenden Zunft, die selbst Politik machen wollen und nicht selten den Eindruck erwecken, dass sie zum Hofstaat der Regierung gehören.
Und auch das sogenannte Handbuch für Mitarbeiter der ARD, ich weiß nicht, ob Sie mal davon gelesen haben oder es sogar in der Hand gehabt haben, über ihren Sprachgebrauch gegenüber Kritikern und Gegnern, die treibt dem Gebührenzahler geradezu die Zornesröte ins Gesicht. Und ich kann auch da eigentlich nur abschließend sagen, wenn deutsche Bischöfe der Meinung sind, dass sie über Politik mehr sagen müssen als über den Glauben, den sie repräsentieren, dann sollen sie das tun, dann sollen sie ihr Bischofsamt abgeben, dann sollen sie versuchen, dass sie ein Mandat im Landtag oder im Bundestag kriegen und dann ist die Sache erledigt. Aber dann sollen sie bitte die Gläubigen mit diesen Irrwegen nicht weiterhin in Rage bringen. Dann zum Schluss dieses Kapitels nochmal auf den Artikel 2 Absatz 2 unseres Grundgesetzes hinweise. Jeder hat das Recht auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit. In diesem Zusammenhang, wenn ich das bei Vorträgen in Diskussionen sage, dann sagen mir viele, also das haben wir nun wirklich nicht gewusst. Das habe ich zum ersten Mal gehört. Das Bundesverfassungsgericht am 28.05.1993, also es ist nicht das Gericht unter Vorsitz von Voskuhle, das würde heute ein ganz anderes Urteil fällen, 1993 in einem Urteil zum Schutz des Lebens Folgendes gesagt hat, ich zitiere, der Schutzauftrag verpflichtet den Staat schließlich auch, den rechtlichen Schutzanspruch des ungeborenen Lebens im allgemeinen Bewusstsein zu erhalten und zu beleben. Öffentlich-rechtlicher wie privater Rundfunk sind bei der Ausübung ihrer Rundfunkfreiheit nach Artikel 5 Absatz 1 der Würde des Menschen verpflichtet. Ihr Programm hat daher auch Teil an der Schutzaufgabe gegenüber dem ungeborenen Leben. Zitat Ende. Bundesverfassungsgericht 1993. Ich komme zum Schluss und sage noch wenige Sätze zum Thema Wahrung der Freiheit als höchstes Gut in einer Demokratie. Meine Damen und Herren, ich habe eine kritische Bilanz vorgetragen, das weiß ich. Man darf aber auch dort nicht beschönigen, wo es dann Fake News würden. Und wo es der Wahrheit dann nicht mehr entspricht. Die Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und Freiheit in einer Demokratie ist nämlich ein so hohes Gut, dass man bei ihrer Umsetzung keine Kompromisse machen darf. Und unter Berücksichtigung dieser Tatsache muss man in Bezug auf die Entwicklung bei uns in den letzten Jahren leider feststellen, dass es inzwischen etliche Defizite gibt. Der Bürger muss seine Meinung frei sagen dürfen, was aber in Deutschland nicht mehr uneingeschränkt der Fall ist. Besonders bedrohlich ist, dass selbst bei sachlichen Auseinandersetzungen der Absender bei von der Political Correctness abweichenden Botschaften sofort ins rechte Lager abgeschoben wird. Wenn aber eine Demokratie immer mehr gelenkt wird, und sich durch überzogene Machtansprüche und auch wachsende Lernunwilligkeit einer sogenannten politischen Meinungs- und Entscheidungselite präsentiert, dann wird die Politik anmaßend und irrational. Man kann als Regierungschef oder Regierungschefin in einer Demokratie, die Politik der eigenen Regierung niemals für alternativlos erklären. In der Politik gibt es immer Alternativen, auch wenn vielleicht Angela Merkel das nicht besonders mag. Also eine solche Alternativlosigkeit ist nicht möglich und sie bringt auch die Gefahr mit sich, dass man eine solche Abgehobenheit dann möglicherweise eines Tages nicht mehr von einer Willkürherrschaft entfernen kann. Wenn zum Beispiel heute überzeugte gläubige Christen
als Fundamentalisten oder als Rechtsradikale diffamiert werden, dann zeigt dies, wie weit die Stigmatisierung von sogenannten Rechten schon in die Mitte des Bürgertums hineingezogen worden ist. Ich sage an dieser Stelle nur ganz persönlich, ich bin kein Parteimitglied mehr bei der CDU. Ich bin nicht in eine andere Partei gegangen, weil häufig natürlich in der Öffentlichkeit mein Vortragen als AfD-Sprech abgetan wird. Ich bin kein Mitglied dieser Partei, wobei ich da auch im Übrigen meine eigene Auffassung habe, wenn ich die mal sagen darf noch. Eine Partei, die mit weit über 6 Millionen gewählt worden ist inzwischen, die in Europaparlament, im Bundestag, in allen Landtagen Deutschlands vertreten ist, dann kann ich auf Dauer, das ist kein demokratisch positiver und vernünftiger Ansatz, dann kann ich diese Partei nicht auf Dauer ausgrenzen. Ich kann dafür werben, dass sie alles tut, ihren rechten Flügel zu zähmen. Und ich kann selber auch Vorträge, was ich bisher immer getan habe, bei der AfD ablehnen, weil ich sage, bevor ihr auf eurem Bundesparteitag nicht diese ganzen Spinner wie Höcke und andere, wie ihr die aus eurer Partei herausbringt, übrigens bei den Grünen haben wir in den Anfangsjahren mit den Indianern und anderen Gruppen ja auch, wenn auch auf anderem Gebiet, solche Entwicklungen kennengelernt. Eine demokratische Partei zeichnet sich dadurch aus, dass sie andere als Mitbewerber nicht ausgrenzt, sondern sich mit ihnen auseinandersetzt über inhaltliche Fragen. Und dann kann ich vielleicht sogar noch einen Unterschied machen zwischen Parteimitgliedern und Fraktionsmitgliedern in irgendeinem Landtag oder im Bundestag, weil die Zweiten alle von deutschen Bürgerinnen und Bürgern gewählt worden sind. Die Ersten natürlich nicht. Die sind Mitglieder durch irgendwelche Verbindungen in ihrer Partei oder über diese Mitglieder geworden. Und da kann ich eine andere Auffassung zu haben. Also, ich bin kein Freund von Ausgrenzung in der Demokratie. Übrigens, mit der Linken tut man es ja auch nicht in Deutschland. Wenn man da mal die Biografien von einigen lesen würde. Also, da braucht man nicht weiter drüber zu sprechen. Nur, dass Sie meine Auffassung dazu kennen. Es darf in Deutschland nie wieder zu einer Situation kommen, in der sich ein Wort von George Orwell bewahrheiten würde, das lautet, ich zitiere ihn, in einer Zeit universeller Täuschung ist das Aussprechen der Wahrheit ein revolutionärer Akt. Zitat Ende. Was impliziert, dass es Mut bedarf, es trotzdem zu tun, dass es impliziert, dass man eine klare Vorstellung von Inhalten hat, dass man informiert ist, dass man merkt, wenn es Täuschungen gibt. Und das zu verhindern, dass es dazu kommt, ist unsere Aufgabe, und zwar zuerst immer durch Information und dann im mutigen Kampf für die Wahrheit. Ich hoffe, den einen oder anderen dazu heute neu gewonnen zu haben oder verstärkt. Vielen Dank.